Komm, Spider-Man, ich helfe dir. Das ist nicht nötig, der Baum ist für mich schon leicht genug. Warum hast du ihn da nicht gleich hochgehoben? Oh, hey, ich meine, der Typ hätte mir beinahe den Fuß weggehackt und... Schon okay, soll ja auch keine Beleidigung sein. Puh, dieser Angriff kam ziemlich überraschend. Aber... Weißt du, was ich gedacht habe? Was denn? Spider-Man, wo bist du? Ja, ich höre dir zu, ich... Es tut mir leid. Ich muss kurz los und mich um einen gewissen Fock kümmern, der sich offenbar schon wieder in die Hose geschissen hat. Daran! Jetzt wird er schon die neue Wahl trauen, oder wie? Ich musste es. Deswegen bin ich auch rechtzeitig beiseite gesprungen. Aber... Was ist denn gut? Was ist denn gut? Warum hast du dich schon in die Hosen geschissen? Oh. Steffen meine ich. Warum auch immer das Haus von der geheimnisvollen Grotte plötzlich da oben ist. Ich kann es mir nicht erklären. Ehrlich nicht. Wie ein Venom. Buh! Ah! Moment mal. Warte mal, ich meine Spinse nicht gewarnt. Hallo? Wach auf. Was? Naja, Spinse funktioniert nicht auf andere Spider-Man. Oh ja, stimmt. Richtig. Lass uns nach drinnen flüchten, solange wir noch können. Okay, was machen wir dann? Das besprechen wir, wenn alle hier sind. Hoffentlich wird das Haus hier nicht durchforstet. Das hoffen wir wohl alle. Ich kann das nicht länger dulden. Es muss passieren, dass die diese Weichheit geht. Nein! Dangarang. Komm schon, beeil dich. Wir müssen jetzt weiter. Ich finde es ultra nervig, dass ich nur ein paar Sätze pro Tag sage. Glaub mir, ich finde es mindestens genauso nervig. Komm. Es sind jetzt alle Schurken da, die zu dir gehören. Es reicht mir. Die bauen da eine Allianz im Ferienhaus dieser Dödelbacher Ballade. Das kann ich nicht länger zulassen. Ich kann nicht länger nur zugucken, wie die Herrschaft an uns vorüberzieht. Entweder wir beginnen jetzt oder es wird zu spät sein. Bei sowas muss man viel Geduld aufbringen. Ich habe keine Geduld und ich werde nicht länger warten. Meine Geduld war lange genug. Ich habe mich jahrelang versteckt gehalten und alle Schurken genauestens beobachtet. Vor allem aber habe ich immer Red Wine beobachtet und der wird jetzt bezahlen. Rückt aus! Ihr alle? Ja, ihr alle, rückt aus! Das wird denen eine Lehre sein.
Die ganze Stadt wird jetzt, bevor ihr ausrückt, zu hören kriegen, was nun geschieht. An alle Leute drauf der Welt. Hä? Hier spricht der Kristallkönig. Hä? Jahrelang habe ich mich im Schatten versteckt gehalten. Bis jetzt. Ding dong. Nun ist es zu spät. Hä? Oh nein, das kann nicht sein. Was du nicht sagst. Ach, diese doofen Füße. Ich muss aufhören, so viele komplizierte neue Tanzübungen zu wagen. Und ihr alle bezahlt nun. Die ganze Welt kriegt meinen Zorn zu spüren. Haha, Jesus. Hä? Den Zorn des Kristallkönigs. Ihr alle werdet büßen für das, dass ihr mich so im Schatten verrotten ließt. Ihr habt dabei zugesehen, wie, das sage ich dazu gar nicht mehr. Ihr seid alle bereits auf dem Weg ins Grab. Euer Schicksal ist besiegelt und ihr habt keine Möglichkeit, irgendetwas zu tun, um das zu verhindern. Denn ihr werdet bald alle nicht mehr existieren. Egal ob Stofftiere. Hä? Oh nein. Hä? Autos. Was? Helden. Andere Schurken. Lego-Leute, Playmobil-Leute und noch mehr. Wir gesellen uns am besten zu euch. Wir auch. Halt! 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 Ihr seid alle verklagt! Du halt die Klappe, Gartenzwerg! Wegen euch wird es die Welt ins Chaos gestürzt. Was mustert ihr diesem Bösewicht auch glauben? Also erstens mal, was schert es denn an einen anderen Schurken wie dich, wenn die Welt ins Chaos gestürzt wird? Und zweitens, wir haben keinem Schurken geglaubt. Wenn ich da mal widersprechen darf, das habt ihr sehr wohl. Ihr habt einem neuen Schurken geglaubt. Das stimmt nicht, wir haben einen gewöhnlichen Bürger geglaubt namens Karl Neumeier. Aha, auf einmal. Seit wann habt ihr erzählt, ihr hättet behauptet, der Typ, der die Köfflacher Parade angeklagt und Lügen über sie verbreitet hat, der hätte seinen Namen nicht angegeben und auch nicht, wer er ist. Und auf einmal hat er das getan? Nein, hat er nicht. Das bedeutet, aha, du bist auf einen Schurken hereingefallen, der sich nur mit einem Oberschurken verbündet hat, der wiederum die Welt ins Chaos stürzen und alles übernehmen wird. Ist dir eigentlich klar, welche Katastrophe du angerichtet hast? Du hast, wie soll ich das jetzt sagen? Du hast dafür gesorgt, dass die Köfflacher Parade untergeht. Das ist alles deine Schuld. Und das nur, weil du deinen doofen Richterjob viel zu ernst nimmst. Und immer gleich den ersten Sätzen glaubst, ohne auch nur die Spur eines Beweises zu haben. Das ist eine Unterstellung. Du wirst im Knast enden und... Ihr werdet alle enden. Nicht nur die, die da unten stehen und blöd darauf glotzen, sondern die ganze Welt. Wir waren gerade in der Nähe, Leute. Aha, sehr hilfreich. Es ist viel zu spät für die ganze Welt. Die ganze Welt ist ins Chaos gestürzt. Das nur wegen diesem Richtergartenzwerg hier. Wie oft müsst ihr mir das noch vorenthalten? Und außerdem, ich verklage euch alle und... Die ganze Welt kann dich jetzt verklagen. Du hast einen gigantischen Fehler gemacht. Es könnte jetzt deine Schuld sein, dass die ganze Welt... Was es heißt, es könnte. Es ist deine Schuld, dass die Welt nun vorbei ist.
Beziehungsweise es ist vorbei mit dem Frieden auf der Welt. Jetzt wird der Kristallkönig alles vernichten, er wird die Welt übernehmen und dann hast du hoffentlich dein Ziel erreicht, wenn du in deinem Grab schön darum betteln kannst, wieder hinaus zu dürfen. Du alten, du eingebildeter Gartenzwerg, du! Du wirst doch als Gartenwächter gut der Vogelscheuchen oder, keine Ahnung, Vögel erschreckt und der wie eine Vogelscheuche Vögel erschreckt, so ist richtig gesagt, aber was machst du? Du bist Richter. So ein Gartenzwerg wie du wird Richter. Ich meine, wo denkst denn du hin? Hey, dieser Kristallkönig ist auch ein Gartenzwerg. Der Kristallkönig ist wenigstens mächtig, obwohl er so eine Größe hat. Du bist nur ein großmauliger Gartenzwerg. Der Kristallkönig hat Übermacht. Er ist in Übermacht, um es mal korrekt zu sagen. Genau, ja, ja. Genau, das war so. Ja, ja, ja. Ja, genau, das war so. Ja. Siehst du? Alle hier sagen, dass es so war. Du kannst das nicht mehr abstreiten. Die ganze Welt weiß, was du getan hast. Das war mein Zwillingsbruder. Genau. Du müsstest einen guten Ruf bewahren, oder was? Ich kann dir versprechen. Sollten wir das hier überleben, werde ich dafür sorgen, dass du deine Richterarbeit auf gar keinen Fall behalten darfst. Die wirst du verlieren und das ist ein Versprechen.